So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Curious Expedition. Und ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Droidboy und wir spielen zusammen The Curious Expedition. Und zwar diesmal in der Alpha 5. Und ja, wie immer bei The Curious Expedition jedes Mal neue Geschichten am Start. Eine neue Alpha-Version, die fünfte. Man kann sich zurecht fragen, wann kommt endlich die Beta raus. Aber das macht gar nichts, denn jedes Mal ist das Package voll mit neuen Features. Und so auch dieses Mal. So ist zum Beispiel so, dass wenn unser Standing sehr stark droppt mit den Eingeborenen, dass wir dann, dann jagen die nach uns. Oder aber wir haben einen tollen neuen Endscreen bekommen, wenn wir es geschafft haben, die goldene Pyramide zu erreichen. Das ist nämlich unser Ziel in diesem Spiel, die goldene Pyramide zu erreichen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Wer zum ersten Mal hier reinschaut, dem empfehle ich vielleicht die Folge 14 nochmal anzuschauen. Denn wir sind bereits mitten im Spiel und werden jetzt praktisch die zweite Expedition von fünf in Angriff nehmen. Es sind immer fünf Expeditionen, die man am Start hat. Und obwohl ein neuer Alpha rauskam, ist unser Safe Game nicht gelöscht worden. Hooray! Zum ersten Mal ist das passiert. Und das freut uns natürlich sehr, denn dann können wir endlich weitermachen, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und deswegen, geht's los und Continue Game. Wir führen das Spiel fort und dann schauen wir mal. So. Sehen wir da gerade einen kleinen Bug? Ich glaube, wir sehen da einen kleinen Bug. Da kommt nämlich kein neues Spiel, sondern immer wieder nur der Startbildschirm. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit einem neuen Spiel, weil wir wollen ja heute irgendwas sehen. Und das kommt vor, es ist die Alpha-Version, es ist alles gut. Wir probieren ein neues Spiel. So, wunderbar. Können wir vielleicht wieder zurückgehen? Das wäre natürlich auch cool. Return. Nö, das wollen wir nicht ausprobieren, das ist alles gut. So, okay, das heißt, wir fangen wieder von vorne an, das macht aber gar nichts, denn uns geht es ja darum, einfach immer nur die neuen Features, die am Start sind, auszuprobieren und das Spiel zu genießen. Das letzte Mal hatten wir wieder mal Charles Darwin genommen. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal wieder so ein bisschen durch. Neue Leute sind, glaube ich, nicht dabei. Die sind schon alle ein bisschen länger neu, soweit ich weiß. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder die Marie Curie, arbeiten jetzt uns mal von links nach rechts durch. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Marie Curie mit ihrem netten lila Kleid. Sie ist eine Pionierin in der Forschung der Radioaktivität und die erste Frau, die einen Nobelpreis gewonnen hat. Wunderbar. Ist außerdem ein Polymath. Das heißt, man kann verschiedene Perks aussuchen. 5 statt 3. Das ist super. Alles klar. Die Perks sind, glaube ich, diesmal auch ein bisschen anders bei der Alpha 5, aber das werden wir gleich alles sehen. Das ist ein bisschen anders jetzt, ein paar Sachen, aber das erforschen wir jetzt gemeinsam. So, Marie Curie. Und wir können uns eine Expedition aussuchen. 1 von 5. Und zwar diesmal in Afrika, so wie das aussieht, in Südafrika. Oder ist das noch Mittelafrika? Ich weiß es nicht. Diesmal haben wir die traurigen Graslandschaften. Eine gut ausgewogene Region, die hauptsächlich aus weiten Graslandschaften besteht. Wunderbar. Die nehmen wir natürlich, haben ja auch nicht groß die Auswahl. Und wir starten unsere Expedition. Wir können es kaum abwarten, unser Abenteuer zu bestreiten. Wir sind immer noch so ein bisschen dabei, alles simultan zu übersetzen, was eine wunderbare Übung ist. Wir haben unser Equipment im Schiff verstaut. Die Crew hat noch einiges vorzubereiten und ich saß so am Pier herum und wartete. Ein junger Mann lief zu mir und bat mich um Hilfe. Er wünschte, dass ich eine Message zu dem Häuptling eines eingeborenen Dorfes übermitteln wollte, in der Region, wo wir gerade hin unterwegs sind. Und mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man, wenn man das annimmt, man nicht handeln kann. Das heißt, entweder akzeptiert man diesen Brief oder man kann sich vorher nochmal ausrüsten. Hier unten haben wir unsere Ausrüstungsleiste und da kann man dann nochmal zusätzliche Ausrüstungsgegenstände equippen. Das macht Sinn, wenn man die nächste Mission hat, wo man was auszutauschen hat. So wie ich das aber hier sehe, sind wir ganz gut ausgerüstet und ich würde sagen, deswegen akzeptieren wir mal das Angebot dieses jungen Mannes und nehmen den Brief an uns. Händete uns einen Brief aus.
den ich ihm versprach zu übermitteln. Dann war das Schiff auch schon vorbereitet und wir machten uns auf die Socken. Segel setzen, wunderbar. So, dann ziehen sich die Wolken wie gewohnt zur Seite. Ja, wunderbar. Vielleicht sollten wir als erstes mal den Brief ausliefern. Dankenswerterweise hatte der Mann die Stelle auf unserer Karte markiert. Sehr schön, da unten. Wir sind hier, das ist gar nicht so weit weg. Und ja, wie viel Land haben wir denn vor uns? Gar nicht so wenig, da haben wir ein bisschen was zu erforschen, das ist natürlich wunderbar. Und bevor es losgeht, versuchen wir natürlich erstmal unsere Gefolgschaft, die am Start ist. Da hätten wir natürlich zum einen mal die Marie Curie. Sie ist eine Erfinderin des Levels 1. Genau. Dann haben wir Kaikosru Baba. Vermutlich spreche ich es falsch aus, aber das macht nichts. Parsi Trader Level 1. Ein wandernder Händler des Orients. Der verbessert unser Handelsgeschick und er hat leider ein Handicap, und zwar ist er klaustrophobisch. Das heißt, er wird vermutlich sich ganz wohlfühlen, wenn wir in eine Höhle hinabsteigen. Dann haben wir noch den Alexander Elia Clemens dabei, ein Missionar des Levels 1. Unser spirituelles und moralisches Rückgrat dieser Reise, der erlaubt uns, ja, uns auszuruhen und maximale Sanity Points an den Start zu kriegen. Zur Erinnerung, die Sanity Points sind hier oben und die brauchen wir. Sobald wir uns bewegen, verlieren wir die. Das ist sozusagen so eine Art Kondition und die verlieren wir mal stärker und mal schwächer, je nachdem, durch was wir wandern. So, und dann haben wir natürlich wieder jemanden dabei, Mr. Callew. Oder Callew, Mr. Callew, Donkey, unser Esel, Level 1, ein Esel. Er kann 3 zusätzliche Gepäckstücke tragen. Das ist wunderbar. Die können wir alle noch nicht ableveln. Das heißt, wir sind fertig, um unsere Mission zu erfüllen. Unser Kompass sagt noch nicht allzu viel. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg in Richtung des Dorfes. Vielleicht, ja, unseres Dorfes. Schlapp, schlapp. Ab durch den Dschungel und zack, da sind wir auch schon im Dorf. Wir können mal ein bisschen zoomen. Okay, da haben wir noch ein paar Fragezeichen am Start. Oh, Clemens, Totenkopf, Schmetterling haben wir gefunden. Wunderschön. Und wir betreten einmal das Dorf. Wir kamen an dem eingeborenen Dorf an. Ja, der von sehr gut ausgebildeten Scouts bewohnt war. Die Dorfbewohner beobachteten uns mit Neugier. Sie waren freundlich und opferten und boten uns an, was sie konnten. Das ist natürlich sehr cool von ihnen. Und ich würde sagen, wir delivern mal den Letter. Wir brachten den Brief to the village chief. Zum Dorfältesten. Der ältere Mann war ein ausdrucksstarker Sprecher und erzählte uns von den schönsten Sehenswürdigkeiten in der Region. Mit eingeschlossen einem heiligen Schrein, den er auf unserer Karte kennzeichnete. Sehr freundlich von ihm. Unsere Zeit mit den Eingeborenen war sehr angenehm. Sie blieben freundlich und boten uns mehr Hilfe an. Die werden wir natürlich auch gerne annehmen. Wie immer versuchen wir an dieser Stelle jemanden zu rekrutieren, wenn wir noch am Anfang unserer Mission sind. Denn dann können wir nämlich später schön viel Gepäck einladen und auch ordentlich handeln. Und deswegen werden wir versuchen, einen Wasserbüffel zu rekrutieren, in der Hoffnung, dass es den auch hier gibt. Wir fragten herum, um herauszufinden, ob jemand dabei ist, der unsere Abenteuer beitreten möchte. Wir waren leider ohne Glück. Wie auch immer, einer der älteren Dorfbewohner bot uns einen gesund aussehenden Wasserbüffel an. Juhe, genau das, was wir wollten. Einen Wasserbüffel und den rekrutieren wir natürlich. Water Buffalo, hier unten steht er. Mrs. Jolly, Water Buffalo des Levels 1. Ein Wasserbüffel vom Level 1. Ein Wasserbüffel kann 4 zusätzliche Gepäckstücke tragen. Ein Traum. Wunderschön, wir bekamen einen Wasserbüffel. Während sie immer noch sehr freundlich blieben, konnten wir allerdings feststellen, dass die Dorfbewohner ein bisschen verdächtig auf uns herabblickten. Und da würde ich sagen, das nutzen wir auch gar nicht weiter aus, denn wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, haben sogar noch einen Wasserbüffel bekommen und ich würde sagen, wir verlassen einmal das Dorf.
Wir packten unsere Sachen zusammen und verließen das Dorf, wo uns weitere Abenteuer erwarteten. Wunderbar, hier unten ist der Schrein, das ist schön, aber ich würde ja sagen, den wollen wir gar nicht groß ausplündern. Es geht uns ja eher darum, die goldene Pyramide zu finden. Und die befindet sich wohl rechts oben. Irgendwo da oben? Kann das sein? Sieht irgendwie so aus, deswegen würde ich mal sagen, lass uns mal gar nicht nach unten gehen, sondern hier so oben rumlaufen. Bei unserer ersten Mission wollen wir das... Oh, was haben wir denn hier? Mountain Face Sculpture, das sieht natürlich geil aus. Das haben wir noch nie gesehen. Das ist auch etwas Neues und deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal in diese Richtung latschen und schauen, ob wir da hinkommen. Mhm. Wir haben Alexander Alias giftigen Flügler gefunden. Sehr interessant, das sieht man immer hier oben. Die werden natürlich, diese Schmetterlinge, die wir neu entdecken, werden immer nach unseren Teilnehmern benannt. Das finde ich eigentlich sehr süß. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was das Fragezeichen hier für uns verbirgt. Eine Hütte. Das ist natürlich ein Traum. Die erkundigen wir gleich mal. Was ist in der Hütte? Wir betraten eine mysteriös aussehende Hütte. Der Ort schmeckte oder roch alt und nach nassem Holz. Mit allem möglichen getrockneten Kräutern und anderen merkwürdigen Dingen, die von der Decke hingen und dampften. Ein eingeborener Schamane näherte sich uns mit einem gewissen Starren. Und er kaute auf ein paar Blättern. Das könnten eventuell Cocoa-Blätter sein. Wobei, wir sind hier in Afrika. Egal. Ask for cleansing. Ah, sehr cool. Wir haben ja hier einen Kollegen. Wer ist es denn? Hier. Kaikosru Baba. Der leidet unter Klaustrophobie. Und den könnten wir jetzt von seinem Problem befreien, indem wir um Cleansing fragen, um Reinigung fragen, bitten. Und ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Wahrscheinlich müssen wir was traden. Genau, er will 20 von uns. Oh, was haben wir denn da? Achso, das ist sein Inventor. Das ist unser Inventory. So. Dann versuchen wir doch mal nicht allzu viel. Eine Fackel. Noch eine Patrone. Können wir die Fackel wieder zurück? Ja, so machen wir es. So machen wir es, würde ich sagen. Da hätten wir nämlich auch noch Coca Leaves, da ist es nämlich, genau. Und Tome Page of Shasem, was ist das denn? Eine Seite, die aus einem Tome herausgerissen wurde, ich weiß gerade nicht, was das ist, in einer unirdischen Alien-Schriftart geschrieben, aber aus irgendeinem Grund kann man es trotzdem lesen. Ist interessant. Man weiß nicht, was es bedeutet, was man mitmachen kann, aber finde ich spannend. Vermutlich kann man es einfach nur gegen Ruhm eintauschen. Was haben wir hier? Tome Page of Fertile Land. Eine Seite, die von irgendwo herausgerissen wurde. Die ist auch in Alien Letters geschrieben, im Buchstaben geschrieben. Und man kann es trotzdem lesen. Vermutlich kriegt man dadurch irgendwas? Ich weiß es nicht. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Momentan sind wir noch nicht so reich bestückt, dass wir das machen könnten. Wir werden uns das aber merken und bei nächster Gelegenheit einmal wahrnehmen. Jetzt geht es uns ja gerade um die Reinigung und ich würde sagen, Deal. Der Schamane griff schnell zu den von uns angebotenen Waren und dann fragte er uns, wer behandelt werden sollte. Und natürlich soll er eine Reinigung von Kakusra Baba durchführen. Der Schamane begann zu singen. Er schien mit den Geistern zu sprechen. Nach einer kurzen Weile beruhigte er sich wieder und half Kaikosro Baba auf seine Füße zu bekommen. Ja, und ich glaube, der ist jetzt, ja, wunderbar. Der ist gereinigt, Mission erfüllt, wunderbar. Und dann würde ich sagen, lieben wir mal ein bisschen, weil viel zum Traden haben wir noch nicht. Wir wollen ja weitermachen und wollen zu diesem neuen Gebirgsgesicht gehen, die es bisher noch nicht gab in dem Spiel. Ich glaube, es ist auch ein neues Feature. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und noch ein Fragezeichen auf dem Weg. Ich habe so das Gefühl, insgesamt ist die Sehenswürdigkeitendichte ein bisschen gestiegen bei dem Spiel. Oha, was haben wir denn da? Noch ein Schrein. Das ist cool. Wir examinieren den Schrein. Ein riesiges Gebäude.
loomt, trat, wie soll man sagen, was übersetzt man loomt? Ich weiß, was es bedeutet, aber es ist schwer zu übersetzen. Tat sich vor uns auf. Alles Mögliche an Grünzeugs wuchs über dieses Gebäude hinweg. Das Tor, das hinein lief, let within emanated an eerie chill. Also meine Englischkenntnisse sind ja eigentlich gar nicht schlecht, aber die Vokabeln, die hier verwendet werden, sind bisweilen etwas historisch, will ich mal behaupten, aber das macht überhaupt nichts. Ja, sie sind auf jeden Fall irgendwie chillig, das Tor, und ich würde sagen, wir betreten mal den Schrein. So, es war ein wahrlich mysteriöser Platz oder mystischer Platz. In der Mitte des Raums stand ein Altar, der von Licht überschüttet war, überflossen war, auf den ein Lichtkegel traf. Wir untersuchen den Altar und oha, was sehen wir denn da Schönes? Eine Hornflöte, ein wunderschönes organisches Objekt, das einen wunderbaren, abgehobenen und unnatürlichen Sound produziert, Klang produziert. Es scheint, dass man dadurch das Wildlife beeinflussen kann. Cool. Okay, dann haben wir noch eine goldene Vase gefunden, die aus Gold, purem Gold ist und voll mit goldenen, tollen Ornamenten ist. Zum Beispiel einer Schildkröte. Wunderschön. Ja, das packen wir natürlich alles ein. Closen es und wahrscheinlich stürzt der Tempel gleich über uns rein. Wir nahmen das Artefakt vom Altar. Dies gehört den Eingeborenen, nicht uns, sagt Kaikosa Baba. Nur Gott kann uns jetzt noch retten, aber eigentlich sagt er, Gott wird uns den Weg weisen. Wir nahmen den Schatz und eilten hinaus, als alles plötzlich zusammenbrach. Wir konnten nicht sagen, wie, aber es schien, dass wir irgendwie eine Art von Klimaveränderung in dieser Region hervorgerufen haben. Das ist auch neu, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Standing minus 4. Okay. Wo sind wir? Da hinten sind wir. Alles klar. Ja, hier ist ein Sandsturm. Wie krass, okay. Ich will jetzt mal zum Mountain Face Sculpture. Oh oh. Richtiger Sandsturm am Start. Oh oh. Huhu. Oh ja, und wir haben auch ein anderes Problem noch, denn unsere Sanity geht langsam zur Neige und wir müssen langsam wieder uns ausruhen. Und das bedeutet, gut, hier oben ist auf jeden Fall schon mal keine goldene Pyramide, das ist wichtig, aber diese Mountain Face Sculpture, okay, die kann nichts Besonderes, die sieht halt schön aus. Gut, das muss man eben einmal herausfinden, ist in Ordnung. Was sagt denn der Kompass, wo müssen wir hin? Aha, schöner Trick. Erst uns nach oben rechts, nach Nordosten leiten und jetzt in die genau gegenteilige Richtung. Ja, so kann man es machen. Aber Gott sei Dank gibt es in diesem Spiel das Feature, dass je länger man reist, desto weniger kostet der einzelne Schritt. Und deswegen würde ich sagen, laufen wir mal hier hin und hoffen, dass da unterwegs... Wow, okay. Cool, das war ein geiler Effekt. Nicht schlecht. Huch, was ist mit unserer Sanity passiert? Oh oh. Vermutlich durch den Sandsturm. Okay, ja gut, wir sind jetzt gleich tot, Leute. Wir essen jetzt mal ein bisschen Schokolade. So. Nochmal. Laufen hier hin und hoffen, dass wir irgendwas aufdecken. Ja. Oh, okay, hier sind wir tot. Cave Entrance. Explore Cave. Sagt unser dicker Mönch. Wir essen mal ein Stück Schokolade. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und vielleicht kommen wir dann woanders raus, wenn wir in die Höhle reingehen, wo wir auf jeden Fall irgendwas haben, wo wir uns regenerieren können. Denn wir sind so gut wie tot. Beziehungsweise werden bald, wird uns das Zeit hier segnen.